Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, in den Kommentaren des letzten Videos gab es eine rege Diskussion. Dafür erstmal Dankeschön. Und ich dachte, ich gehe auf das Ganze mal ein bisschen ein, weil ich saß so ein bisschen vorm PC so teilweise. Ne? Manche waren auch ganz super, manche Kommentare. Und es gab dann noch ein Video vom Topske, der hat viel erzählt, würde man jetzt in bösen Mündern sein. Ja? Auf jeden Fall wollte ich zum einen mal auf die Messungen selbst eingehen. Ich habe speedtest.net benutzt, für diejenigen, die sich gefragt haben, denn ich wollte natürlich die wirkliche Nutzung des Internets zeigen und nicht den WLAN-Durchsatz, wie einige fatalerweise gedacht haben. Der WLAN-Durchsatz bringt ja nur in der Theorie irgendwas. Außerdem habe ich die Laborwerte hier nicht mit reingeschnitten, beziehungsweise auch gar nicht gezeigt, sondern nur eben erzählt, um euch so eine kleine Expertise zu geben, was theoretisch möglich wäre. Für mich ist natürlich der praktische Durchsatz eben einfach wichtiger, deswegen habe ich in der Straße einen Speedtest gemacht. Das WLAN wird tatsächlich auch benutzt, also ich kann euch hier einfach mal die Karte einblenden und da seht ihr ja, dass da einige Clients immer verbunden sind und da wird auch das Internet ganz fleißig benutzt. Deswegen werde ich aber da auch niemals Laborwerte erreichen, aber das ist eben nur so als Information. Außerdem gab es einige Fragen, ob das jetzt wirklich Freifunk ist. Ja, das ist tatsächlich Freifunk. Wir haben hier in unserer Community das Glück, dass wir einen eigenen VPN-Server haben. Deswegen steht da unten auch MyLog bei dem Speedtest-Server und eben nicht Freifunk, wie einige angemerkt hatten. Dadurch erreichen wir theoretisch unendliche Geschwindigkeiten. Momentan ist da nämlich gar keine Limitierung gesetzt. Ich denke mal, bei 10 Gigabit oder so wird das schon aufhören, aber das hat ja eh keiner. Dementsprechend liegt die einzige Limitierung momentan daran, dass der Router nicht mehr Leistung hat. Wer das nicht weiß, bei Freifunk wird eben durch den VPN alles verschlüsselt und der Router selber muss diese Verschlüsselung machen. Der WR841N, den ich benutze von TP-Link, hat eben eine bestimmte CPU-Limitierung und aufgrund dessen sind eben nur diese 30 bis 40 Mbit möglich und ab da grenzt das Ganze ab. Gut, jetzt gehe ich nochmal ganz speziell auf Topske ein. Zum einen natürlich möchte er mir Konkurrenz machen beim schnellsten Freifunk Deutschlands. Das erste, was ich da kritisieren muss, ist, dass er leider kein wirkliches Freifunk hat, sondern einfach sein WLAN Freifunk benannt hat, was für mich irgendwie den Sinn von dem Freifunk dann kaputt macht, weil dann könnte ich es auch freies WLAN nennen und gut ist. Ich biete aber tatsächlich das wirkliche Freifunk an, also es ist auch auf der Freifunkkarte zu sehen, das ganze Netzwerk, die Geräte meschen sich. Ja, um das Ganze mal ein bisschen genauer zu zeigen, wie es tatsächlich aussieht, auch wenn ich das schon mal in den ersten Teilen etwas gezeigt hatte, gehen wir nochmal in die Straße rein und ich habe mir auch extra, weil einige gefragt haben, eine Heatmap installiert. Das heißt, wir messen das Ganze jetzt mal in echt. So. Jetzt würde ich sagen, sind wir wieder am altbekannten Ort, können uns wieder rumbewegen. Ich habe währenddessen mal die Heatmap angeschaltet. Ist jetzt nicht die schönste App, aber ich zeige die mal ganz kurz. Ich blende euch dann hinterher einfach einen Screenshot ein. Hier seht ihr diese Punkte. Die roten Punkte sind schlechtes Signal und die grünen Punkte halt gutes Signal. Also wir laufen jetzt einfach mal alles ab und dann habt ihr hinterher eine tolle Heatmap. Fangen wir nochmal an. Da oben ist ein Router verbunden mit zwei Antennen, WR841. Und der ist angeschlossen an einer 400K-Leitung. Wie gesagt, jeder einzelne Router ist an einen eigenen DSL-Anschluss angeschlossen und somit ergibt das Ganze dann eben ein komplettes Mesh-Netz. Da hinten kommen noch zwei Router hin, demnächst, damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt, ja, so in die Zukunft. Hier steht noch ein Router, hier um die Ecke. So, dann steht da, direkt hier gegenüber, steht auch noch mal einer, damit eben auch der Bereich, der quasi unter den Antennen ist, abgedeckt ist. So, kurz zur Orientierung. Da haben wir das letzte Video angefangen. Da oben sind die Antennen. Wir gehen jetzt in die andere Richtung nochmal, was ja auch im ersten Teil so war. Hier befindet sich jetzt mittlerweile ein Router. Ich glaube, den sieht man gerade gar nicht, weil der hinter diesem Plakat ist. Hier auf dieser Seite ist noch ein Router in dem Geschäft. So, und damit ist eben auch wieder hier dieser Bereich abgesichert. Und es ist ein perfektes Signal. Jeder dieser Router ist an einer, ich schätze mal, 100K-Leitung angeschlossen. Ja, also nur oben diese Antenne hat eine 400K-Leitung, aber wie gesagt, das reicht ja locker aus. Selbst wenn hier diese komplette Straße wegen irgendeinem Stadtfest oder so voll ist, läuft das. Ich zeige euch jetzt übrigens auch nur den Bereich, den ich tatsächlich selber abgedeckt habe. Es geht noch ein bisschen weiter. Hier die Straßen und so. Hier gibt es teilweise eigene Freifunkprojekte, also eigene Haushalte, die sich einen Router selber beschafft haben. Die umgehen wir jetzt einfach mal hier. Ist auch nochmal ein Router, den kann man, glaube ich, so ein bisschen dadurch erkennen. Ja, der deckt hier nochmal den Bereich ab
Und jetzt hier hoch gibt es keine weiteren Router, aber wir haben das Glück, dass dieser Router genau hier in diesem Signal von der Antenne steht. Das heißt, man kann quasi die komplette Straße hier hochlaufen und man hat eben immer ein Signal, was von da unten kommt. Wenn eben weitere Geschäfte sich hier anschließen wollen, dann melden die sich meistens bei mir und dann kommt da eben noch ein extra Router hin. Dann schließe ich die meistens an die eigene DSL-Leitung an, weil mittlerweile hat hier eh jeder Internet, weil hier mal Glasfaser gelegt wurde. Und von daher ist das eigentlich kein Problem. Es ist also egal, ob die jetzt ein Signal haben zu dieser Antenne oder nicht. Aber dadurch, dass es dann eben so ein Meshnetz gibt, ist es dann noch ein bisschen schöner und man hat natürlich den Vorteil von ausversichert und so weiter. Ihr kennt ja hoffentlich die ganzen Freifunkvorteile. Da muss ich ja jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Auf jeden Fall ist es hier halt ein echtes Freifunk, was auf diesen WR841ND läuft und nicht diese TP-Link-Fake-Software. Das heißt, da muss ich mal sagen, war der Videotitel doch kein Clickbait. Ach so, und by the way, ich laufe jetzt hier nur hoch, damit die Heatmap vollgefüllt wird. Also ihr könnt jetzt quasi live sehen, wie ich die Heatmap mit ein paar Punkten fülle. So, jetzt habt ihr eine Heatmap von dem Ganzen. Die blende ich euch jetzt einfach mal ein. Ich hoffe, damit könnt ihr ein bisschen mehr anfangen. Ich hoffe, ich konnte auch alle Fragen beantworten. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht direkt nochmal einen Teil drum drehen. Wer noch irgendwelche Fragen hat, guckt sich einfach nochmal die ersten beiden Teile an. Die verlinke ich unten in der Beschreibung und den letzten Teil natürlich auch. Ansonsten, ja, würde ich sagen, bleibt es dabei. Schnellstes Freifunk Deutschlands liegt einfach daran, dass wir eben einen eigenen VPN haben und ich theoretisch eben die Router noch austauschen könnte durch 5 GHz Geräte und damit die Geschwindigkeit noch mehr steigern könnte. Allerdings, ja, würde ich sagen, 16 Mbit pro Person reicht eigentlich wirklich aus und wir hatten hier schon Feste und auch da lief das Freifunk immer stabil. Kann man sich auch an den Statistiken angucken. Deswegen, ja, ich veröffentliche die Statistiken übrigens nicht so direkt und unzensiert, einfach weil ich keine Lust habe, dass hier irgendwelche Leute rumrennen. Falls es irgendwer mal sieht und auf die Idee kommt, keine Ahnung, gibt es ja immer so Verrückte, deswegen ja, halte ich das alles ein bisschen secret. Das war es dann auch von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch somit ein wenig was zeigen. Durchsatzmessung, wie gesagt, wird es nicht geben, weil die einfach keinen Sinn macht in meinen Augen und es keinen bringt, wenn man einen Durchsatz von 50 Mbit hat, aber einen effektiven Freifunk-Speedtest von 16 Mbit kriegt. Da hat keiner was von. Gut, und damit würde ich auch sagen, war es das für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.